Hey ihr Lieben, ja, da sind wir wieder. Wir haben die Sommerpause gut überstanden. Ich hoffe, ihr auch. Ja, was war in den 3 Wochen so los? Die Frauenfußball-WM, ich habe sie verfolgt. Sehr schade, dass Deutschland schon so früh ausgeschieden ist. Aber der Weltmeister hat verdient gewonnen. Ja, Japan hat wirklich klasse gespielt. Das hätte niemand erwartet. Und ich finde so unerwartete Sieger, finde ich. Doch, das hat was. Es hat einfach mehr Spannung irgendwie. Ja, was war sonst los? Viel Arbeit, bisschen Entspannung und ja, neue Kraft getankt, um jetzt durchzustarten. Genau. Das dieswöchige Thema ist ja der CSD. Ja, ist es noch eine Demo oder einfach nur eine große Party? Also ich weiß nicht. Ich denke eher, es geht auf eine große Party zu. Obwohl, klar, es sind immer irgendwie noch Plakate da für die Gleichberechtigung. Aber ich merke es immer, wenn ich irgendwie sage, so, oder auf das Thema CSD komme, meinen ganz viele, ja, voll die große Straßenparty. Und haben eigentlich gar nicht mehr im Hinterkopf, dass es eigentlich eine Demo ist. Was ich auch ein bisschen schade finde. Aber ich denke so, ja, es gibt so viele Organisationen, wo man trotzdem was für die Gleichberechtigung tut. Und ja, da ist die große Party eigentlich schon okay, obwohl es könnte eigentlich mehr sein. Also so wie ich finde, in Stuttgart, da ist ja nach der Parade immer noch die Kundgebung. Wo ich es leider ein bisschen schade finde, weil ein Großteil gar nicht mehr zu der Kundgebung geht, sondern einfach nur wirklich auf Party aus ist. Ja. So finde ich das. Was sagt ihr denn dazu? Ist der CSD noch irgendwie auf eine Demo oder wirklich nur eine Party? Genau. Der Stuttgarter CSD steht ja auch noch an. Am 30.07. Genau, wer ist mit am Start? Also, ich werde da sein. Vielleicht die Hanna auch, mal sehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich die ein oder andere von euch sehe. Treffpunkt habe ich jetzt noch keinen im Kopf. Da überlege ich mir mal noch was. Das werde ich euch dann im Laufe der nächsten Woche sagen. Oder wenn ihr mich einfach so seht, sprecht mich an, sagt, hey, du bist doch die Mia von der Nosy Rosie. Und dann freue ich mich auf jeden Fall und ja, würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Party zusammen machen und einfach Spaß haben. Genau. Wie die Laura und die Jen ja schon gesagt haben, wird das nächste Wochenthema oder eins der nächsten Themen so eine Fragerunde sein. Und ja, da seid jetzt ihr gefragt. Stellt mir Fragen, egal was euch interessiert, stellt sie mir und ich werde sie dann nächste Woche oder in den kommenden Wochen in einem Video beantworten. Keine Scheu, fragt einfach und ja, seid gespannt, was ich antworten werde. Ja, haut in die Tasten und los geht's. Ja, ich verabschiede mich dann auch schon für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Vielleicht am Sonntag, vielleicht auch an einem anderen Tag. Wir werden sehen. Genau, dann habt
noch eine schöne Restwoche. Genießt das Wetter, solange es bei euch gut ist. Bei uns ist eher Regen gerade angesagt, aber ja, auch okay. Alles klar dann. Bis nächste Woche. Timia. Ciao.